Ja, Mensch, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Wir haben nicht viel Zeit, genau gesagt nur 90 Sekunden, also anderthalb Minuten, um den Platz des Kuriers unentdeckt einzunehmen. Das wird jetzt eine Herausforderung, schauen wir mal, ob wir die hinbekommen. Wie könnte ich das am besten hinbekommen? Ich nehme ja die beiden, die vier hier. Ja, komm. F. Hallo? Ach so, ich muss Kopf. Nicht F. Hier Kopf ist war nichts das. für dich, Cafone. So. Für euch. Nee, für mich nicht, für euch, genau. So. Ich hoffe, dass die jetzt nicht, ne? So. So. Perfekt. Perfekt. Oh, ich erinnere mich. Oh, ach nö. Ach nö. Die Kiste aufheben. Jawohl. Dieser Moment ist von größter Wichtigkeit. Haltet die Formation. Macht keinen Fehler. Mache ich, mache ich. Jetzt wird es nämlich lustig, Attentat auf den Spanier mitspielen. Der Wache folgen, keine Aufmerksamkeit erregen. Ach, das war gar nicht die Mission, die ich dachte. Okay. Ah, nee, die kommt erst. Ja, stimmt, die war gar nicht Assassin's Creed 2. Okay. Ich hatte eine andere befürchtet. Aber es, ja. Wie ihr schon seht, wird hier jetzt aber viel mit Kisten gearbeitet, die ich natürlich nicht anrempeln darf. Weil sonst, ne, checken die, dass ich das bin. Und das sollen sie ja nicht. Das sollen sie ja nicht. Oh Gott, da kommen schon wieder Kistentypen. Ja. Gut, das ist nochmal gut gegangen. Das ist nochmal gut gegangen. Ich bin nicht abgabepflichtig. Schaut mal, wo ihr hinlauft mit euren Kisten. Meine Güte, der trägt eine Kiste und guckt da voll um dagegen drum, der genau wie der. Und wenn man sie dann anrempelt, dann meckern sie natürlich. Ey, hast du mich angerempelt, Alter? Ich hab zwar selber nicht geguckt, wo ich hinlauf und hab deswegen eher dich angerempelt, aber hey, du hast mich angerempelt. Du bist ein Arsch. Na, ihr wisst schon. Und das muss ja nicht sein. So, gleich sind wir da, gleich sind. Oh, da ist er tatsächlich. Tatsächlich. Dass der sich hier blicken lässt. Ihr habt es wirklich? Und keine Verfolger? Absolut. Alles ist perfekt gelaufen. Wir haben eure Befehle genauestens befolgt. Die Mission in Zypern war schwierig. Ezio, es ist lange her. Rodrigo, also, wo ist er? Wer? Euer Prophet. Es ist wohl niemand erschienen, Rodrigo. Wie viele Menschen sind dafür gestorben? Für den Inhalt dieser Kiste. Und seht, es ist niemand hier. Ihr behauptet nicht zu glauben? Und doch seid ihr gekommen? Seht ihr ihn nicht? Der Prophet ist hier. Ich bin der Prophet. Nun gebt mir den Apfel. Kommt und holt ihn euch. Gegen Rodrigo Borgia kämpfen. Ja, kommt und holt ihn, Tio. Ja. Greifen wird das sich wahrscheinlich nicht lassen, deswegen werde ich das gar nicht erst probieren. Ich muss mal kurz Platz gut machen, weil die Arena hier so ein bisschen klein ist. Ja, komm mal her.
Hier drüben können wir kämpfen. Komm her. So. So, in die Ecke will ich mit dich haben, weil dann kann ich in aller Seelenruhe auf dich einprügeln, ohne etwas befürchten zu müssen von wegen Desynchronisation, weil du darfst hier nicht. Ist das alles, was ihr habt? Wo ist der Rest eurer Leute? Welche Leute? Ihr habt wirklich keine Ahnung, was? Wache! Jetzt muss ich dich nochmal fertig machen, oder was? So, der will also einen aufs Maul. Dann konzentrieren wir uns wieder auf den Hauptmann namens Rodrigo. Und machen nebenbei den hier kurz platt. Ah, Mann! Aber wenigstens kann man hier kämpfen, auch wenn sie trotzdem hin und wieder blocken und ausweichen und so, wie ihr seht, aber eben nicht alles. Gut, dafür ein bisschen wenig. Das mag sein, aber nicht so wie in anderen Spielen einfach alles und das ist echt Onkel. Angenehmer. Keine Sorge, Neffe. Du bist nicht alleine. Wolpe? Was tut ihr denn hier? Na, wir könnten euch wohl dieselbe Frage stellen. Hier. Spart euch die Fragen, Bruder. Lasst Borgia nicht mit der Kiste entkommen. Alle Tee! Ja, Mensch, Jetzt werdet ihr alle sterben. Nee, vor allen Dingen du. Vor allen Dingen du. Und ich bin mal schnell, habe ich hier die Ochsenzunge hingepackt? Die will ich jetzt nämlich mal ausprobieren, die Ochsenzunge. Und wie? Ach was? Was du laberst. Ja, aber sowas von. Ja. Weil die Ochsenzunge ist schön schnell und macht Schaden. Dieser Krieg dauert schon viel länger, als wir beides uns vorstellen können. So, komm mal her. Mann. Immer diese eingegrenzten Bereiche. Immer machen sie einen Ärger. So. Das ist für meinen Vater. Paola. Er ist fort. Aber wir haben, was wir wollten. Nein. Ich muss ihm hinterher. Wirklich jetzt? Oder seid ihr aus einem anderen Grund hier, mein Sohn? Theodora, was tut ihr denn alle hier? Vielleicht dasselbe wie ihr, Ezio. Hoffen, dass der Prophet erscheint. Ich kam her, um den Spanier zu töten. Dieser Prophet ist mir völlig egal. Er ist eh nicht gekommen. Nein, aber ihr kamt. Was? Die Ankunft eines Propheten wurde angekündigt. Und ohne unser Wissen seid ihr da. Vielleicht wart ihr schon die ganze Zeit der, den wir suchten. Cosa? Wer seid ihr? Niccolo Di Bernardo dei Machiavelli. Ich bin ein Assassine. Ausgebildet in der Kunst, die Entwicklung der Menschheit zu beschützen. Genau wie ihr und alle anderen hier. Ihr seid alle Assassinen? Paola? Wolpe? Es ist wahr, Neffe. Wir haben dich alle geführt, seit Jahren. Haben dir beigebracht, was du brauchtest, um aufgenommen zu werden. Es ist wohl soweit. Wir haben, was wir wollten, aber es gibt noch viel zu tun. Kommt bei Sonnenuntergang wieder. Ach, meine Güte, ist das schön. Und wer hätte das gedacht? Es ist doch unglaublich. Also, los geht's. Ich halte jetzt wieder meine Klappe. Lashea Wake und Mutlak Bail Kolun Mumkin. Dies sind die Worte, die unsere Vorfahren sprachen, welche die Basis unseres Credos bilden. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenket,
Nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind, von Moral oder Gesetz, bedenket. Alles ist erlaubt. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Es wird Zeit, Ezio. In diesen modernen Zeiten nehmen wir vieles nicht mehr so wörtlich. Aber unser Siegel ist immer noch permanent. Bist du bereit, dich uns anzuschließen? Das bin ich. Das tut nur kurz weh, Bruder. Wie so viele Dinge. Benvenuto, Ezio. Nun seid ihr einer von uns. Komm, es gibt viel zu tun. Die können alle den Todessprung, ist klar. Geil, oder? Einen Todessprung ausführen. Glatt. Machen wir glatt. Da sind wir Meister drin inzwischen. Mitspielen, synchronisiert. Ha! Edenapfel erhalten. Schick. Dann kommen wir jetzt aber bestimmt... venezianischer Umhang erhalten. Dann kommen wir jetzt aber bestimmt zum Desmond zurück. Erinnerung, Sequenz 11 beendet. Nein, nicht den Heuhaufen. Habt ihr das gerade gesehen? Der Heuhaufen ist vorm Desmond verschwunden. Der Desmond, jetzt hat man gerade kurz sehen können, wie der eigentlich dann im Heuhaufen drinnen hängt, liegt, wie auch immer. Tatsache, bei Desmond. Alles okay? Besser aufhören? Nein, ich muss zurück. Sofort. Okay. Doch nicht bei Desmond. Oh Mann. Was ist los? Sean? Aber klar. Wie konnte ich das vergessen? Willst du uns nicht einweihen? Rodrigo Borgia wurde 1492 zum Papst gewählt. Das bedeutet, dass Ezios größter Feind nun auch der mächtigste Mann Italiens ist. Wollt immer schon in den Vatikan. Dann hast du Glück, Desmond. Freu dich. Genau da führt deine Reise hin. In den Vatikan. Leute. Dann weiß ich, was jetzt langsam passiert. Weil der Vatikan war tatsächlich, glaube ich, die letzte Umgebung von Assassin's Creed 2, wenn ich mich recht erinnere. Und eine Sache hat uns ja noch gefehlt, eine Umgebung. Faszinierend. Total faszinierend. Was ist es, Leonardo? Wofür ist es gut? Das kann ich dir genauso wenig erklären, wie warum sich die Erde um die Sonne dreht. Ihr meint, die Sonne um die Erde? Es besteht aus Materialien, die es nicht geben sollte. Und dort handelt es sich um ein sehr altes Artefakt. Dieser Kodex nennt es einen Edensplitter. Der Spanier. Er nannte es den Apfel. Etwa Evas Apfel? Vom Baum der Erkenntnis? Willst du etwa andeuten, dass dieses Ding... Wow! Erkenntnis bringt? Ich denke schon. Das darf niemals in die falschen Hände gelangen. Schwächere Geister würden wahnsinnig. Kein Zweifel, dass der Spanier alles tun wird, um es zurückzubekommen. Ezio, nutzt alles, das wir euch beibrachten, um es zu beschützen. Bring es nach Forlì. Die Zitadelle hat eine Mauer, wird von Kanonen beschützt und eine Verbündete kontrolliert sie. Wer ist diese Verbündete? Ihr Name lautet Katharina Sforza. Was ihr nicht sagt. Ich glaube, diese Mission wird mir gefallen. Dank dir für alles, mein ältester Freund. Leonardo, Ezio sagte mir, dass ihr oft nach Milano reist. Ich habe eine schöne Villa in der Toskana. Kommt doch mal zu Besuch. Milano. Das war doch eine von den Inseln um Venedig rum von den beiden. Oder? Ich glaube, da war was, ja. Ich glaube, eine von den beiden war tatsächlich für die Glasbläserei bekannt. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mit Sicherheit. Müsste ich eigentlich echt mal nachgucken. Mann. Romagna. 1488. Okay.
Sondererinnerungen. Diese Markierungen identifizieren Sondererinnerungen. Da ist auch die gute schon. Aber ich würde sagen, für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Der letzte Part war ja etwas länger, ne? Und demnach kann ich den hier ja dann ruhig ein bisschen kürzer machen, weil das ist ein guter Augenblick aufzuhören. Wir hatten jetzt so viel Story hier drin und so haben wir auch gleich was für den nächsten Part an Story. Damit ist sichergestellt, dass der nächste Part dann nicht zu langweilig wird. Und ach, wir haben direkt den venezianischen Umhang an. Schön. Gut, aber ja. Wie gesagt, für diesen Part war es das erstmal. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Wenn ja, würde mich das sehr freuen. Und was mich auch sehr freuen würde, wäre ein Däumchen nach oben. Oder alternativ, falls ihr es scheiße fandet, eben auch nach unten. Könnt ihr gerne dann machen. Ja, und dann hoffe ich aber, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed 2. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.